Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge Star Citizen. Tja, und schaut's euch an. Was habe ich euch heute vorbereitet? Die Mustang Beta ist am Start. Ja, das ist eine der letzten verbliebenen Mustang-Varianten, eigentlich die letzte verbliebene, die ich euch noch zeigen möchte. Wir haben uns die Delta angeschaut, das war die Kampfvariante. Wir haben uns die Omega angeschaut, die ist gleich mit der Gamma und die Racing-Variante. Wir haben uns dann leider noch keine angeschaut, nämlich dann fehlt nur noch die Alpha. Das ist eigentlich im Prinzip nur noch die Hülle der Mustang. Ob ich euch die zeigen muss, weiß ich nicht. Eigentlich gibt es da nicht besonders viel zu sehen. Eine graue Maus, ja, sie ist grau lackiert und hat auch ansonsten keine besonderen Spezifikationen. Wenn ihr die noch sehen wollt, sagt mir bitte Bescheid, dann werde ich das noch nachreichen. Ansonsten fehlt uns aber nur noch die Beta, die Exploration-Variante, die Erkundungsvariante. Und heute wollen wir uns anschauen, was die denn alles so standardmäßig mitbringt. Nun ja, nicht gegen diesen kleinen Felsen fliegen, da bin ich ja mal ein Profi drin. Okay, kurz abgelenkt, ja. Was haben wir hier? Wir haben ein Schiff, was im Prinzip vom Äußeren erstmal stark an die Mustang Delta erinnert, denn wir haben hier hinten diese kleinen Flügelchen, die sind gerade zur Seite weggehend, nicht wie bei den Racing-Varianten, diese aerodynamische Form. Dann haben wir aber auch etwas, was sie unterscheidet von der Delta, nämlich als erstes die Bemalung. Die kommt hier in einem Himmelblau daher mit gelben Applikationen und der Startnummer 3 auf dem Torso. Des Weiteren haben wir hier vom Rumpf her eine Veränderung, nämlich hier unten einen ziemlich großen Bereich. Das ist eine Art Wohnbereich in dieser Mustang Beta, in dieser Erkundungsvariante. Den schauen wir uns gleich im gelandeten Zustand nochmal genauer an. Sieht aber sehr interessant aus und da ist eine ganze Menge drin. Ihr werdet euch wundern. Des Weiteren haben wir hier standardmäßig zwei TR-2-Triebwerke. Das sind die Haupttriebwerke hier oben. Und wir haben 8 Manöver-Thruster der Stärke TR-1. Das sind diese kleinen grünen Kameraden, die hier den Rumpf so schön bewegen können. Dazu auch nochmal kurz eine Info. Ich hatte ja in dem letzten Video der Mustang noch gesagt, da waren die noch blau, dass CIG das bald patchen wird. Und das haben sie getan. Mit dem Patch 1.02 sind die Manöver-Thruster nun also auch grün, was ihr sehr viel besser steht, wie ich finde. Auch von der Rollgeschwindigkeit und von der Manövrierfähigkeit seht ihr, sie ist doch ganz agil. Ein bisschen träger als die Delta, muss ich sagen, nach den ersten Tests. Das hängt mit dem Gewicht zusammen. Wir haben hier zwar eine Länge von 18 Metern, wir haben eine Breite von 13 Metern und eine Höhe von 5,50 Meter. Soweit also alles Serie, aber das Gewicht ist nicht 13 Tonnen, sondern 17 Tonnen. Bedingt durch diesen Wohncontainer, der hier unten drunter hängt. Ich nenne es gern die Holländer-Version dieses Raumschiffs, denn da ist eine ganze Menge Zeugs drin und das hat sie eben immer dabei. Ein ganz wichtiger Punkt, nämlich ein Bett. Das haben wir schon mal, das sei schon mal gespoilert. Das ist da hinten mit drin. Und ihr wisst ja, warum das wichtig ist, um sich später im Persistent Universe im Flug auszuloggen. Des Weiteren haben wir hier als ganz wichtiges Item noch eine Leaper Jump Engine drin. Die brauchen wir, um die Sonnensysteme zu verlassen und eben in fremde Sonnensysteme zu reisen. Und für eine Erkundungsvariante macht das Sinn, dass man so ein Ding mitliefert. Da hat CIG also dran gedacht. Übrigens noch eine kurze Nachreichung zur letzten Folge mit der Freelancer Max. Nicht letzte Folge, vorletzte Folge oder keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wann ich die in welcher Reihenfolge raushaue. Auf jeden Fall Freelancer Max Folge. Da habe ich das leider nicht erwähnt. Ich habe es vergessen. Tut mir leid. Natürlich ist da auch eine Leaper Jump Engine mit verbaut. Ist ja eine Händlerversion des Raumschiffs und ja, wo machen Händler ihr Geschäft? Bestimmt nicht vor der Haustür. Nein, liebe Jungs und Mädels, da muss man ein bisschen reisen, um die Sonderangebote zu finden. Gut, das sind mal die grundsätzlichen Infos. Des Weiteren haben wir zur Bewaffnung zu sagen, leider ist keine Klasse 3 Waffe, also so ein Gimbal Mount Weapon, wie es jetzt hier dran gebaut ist, bei dieser Variante standardmäßig dabei. Hier sind jetzt aktuell zwei M3A-Laser verbaut, wie ihr sehen könnt. Die sind aber standardmäßig nicht dran. Ich weiß nicht, warum es wieder, aber ich habe da nichts umgeändert, I swear, aber irgendwie ist das bei mir so eine Sache, die das Spiel mit mir abzieht, dass die immer andere Waffen an die Maschinen machen, als da eigentlich auf der Statspage steht. Also das wäre ja eine Gimbal Mount Weapon, also eine bewegliche Waffe. Das ist laut Statspage nicht mitgeliefert mit dieser Mustang Beta. Standardmäßig dabei ist nämlich nur eine Klasse 1 Waffe. Das wäre eine festmontierte Waffe und da fallen mir eigentlich nur diese Halterungen hier an den Tragflächen ein. Da müssten eigentlich zwei CF007er Bulldog Repeater dran sein.
Schnarch. Gut, die sind natürlich nicht so wirklich durchschlagskräftig. Da wären die mir die M3A-Laser, die hier Gimbal-mounted sind, wesentlich lieber, aber so ist es nun mal laut Stats-Page. Mal gucken. Außerdem haben wir noch eine Klasse-3-Waffe. Vielleicht ist das hier unten dieser Gimbal-mounted-Punkt. Da sind aber keine Waffen dran montiert. Ja? Vielleicht gibt es den Punkt nur und man muss da nur Waffen dran schrauben. Das müssen wir mal abwarten. So, wir machen mal eine kleine Kurve, damit wir das auch mal gesehen haben. Und machen wir uns mal ganz langsam auf Richtung Raumstation. Aber pst, ihr wisst ja nicht, was wir da vorhaben oder so. Habe ich ja nicht tausendmal schon gemacht. Nein. Von daher lasst euch mal überraschen. So, wir sind auf unserem Kurs und suchen gleich mal die Support-Plattform auf. Denn da wollen wir mal landen und uns das Schiff von innen anschauen. Was es denn da alles so zu entdecken gibt. Mir gefällt sie eigentlich sehr gut vom Outfit her und vom Layout her. Ist natürlich auch preislich sehr attraktiv. Liegt unter der 315P von Origin Jumpworks natürlich. Von daher aktuell, soweit ich mich erinnere, der günstigste Explorer, den es für diesen Verwendungszweck also explizit ausgeschrieben gibt, aktuell von CIG und von daher vielleicht ein Blick wert für all diejenigen, die nicht so viel in dieses Spiel investieren wollen, können oder wie auch immer. Die Höchstgeschwindigkeit des Schiffs liegt übrigens bei 200 Meter pro Sekunde. Ich hau mal gerade den Turbo rein. Und da seht ihr, das sind eigentlich ein ganz ordentliches Klamöttchen. Ich gehe mal kurz ins Cockpit rein. Und wir schauen uns hier mal um. Die Aussicht ist natürlich brillant. Ihr seht übrigens, wie hier unten der Gimbal-Mounted Weapon mitschwenkt, ja. Sehr schnell und sieht schon mal sehr cool aus. Ja, und die Sicht ist natürlich fabelhaft. Wir können überall hingucken. Wir haben hier vorne so einen kleinen Punkt, wo eigentlich nur das Radar HUD hier hinterlegt ist. Ansonsten können wir sogar links und rechts runter gucken auf die Planetenoberfläche. Da kann man also wirklich zufrieden sein mit der Aussicht. So, und wenn ich mal Vollgas gebe, nur damit das mir glaubt, 200 Meter pro Sekunde. So, das soll es aber auch gewesen sein. Und wir setzen jetzt mal Kurs Richtung Support-Plattform. So. Alles klar. So, ich gebe mal ein bisschen Gas. Das ist immer so eine Sache mit der Kamera einstellen und dann noch fliegen und oh mein Gott. Überfordert. Aber ich glaube, ich weiß ungefähr, wo sie ist. Da ist sie nämlich schon. So, nicht so ganz so schnell. Ja. Nimm mal ein bisschen Speed raus, Kollege Feldmarschall. Ach du großer Gott. Moment, 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 Moment. Da oben ist die Plattform. So. Ein schöner Landeanflug sieht anders aus, aber okay. Mal gucken, ob ich die Landung hinkriege. Was meint ihr? Wetten dürfen jetzt noch abgeschlossen werden? So, und ein Traum von einer Landung. Ich will ja nichts sagen, aber das war wirklich eine schöne Landung. Oder? Was meint ihr? So, wir stehen auf unserer Support-Plattform und wollen einmal aussteigen. Leute, ich hoffe, das klappt. Öfters noch mit Glitches versehen, aber wir schauen uns um. Mist. Und wir stehen oben drauf. So war das nicht geplant. Es tut mir leid, wir müssen noch mal versuchen, hier hineinzugehen. Ach komm, jetzt verdirbt mir doch hier nicht den Spaß. So, wir gehen mal über den Haupteingang rein. Ist alles noch nicht ganz fertig, aber wir warten mal ab. Ich denke mal, das hier müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ja, gut. Also da ist Cockpit und da sind wir ausgestiegen. Wir stehen jetzt auf der Treppe und hier, Freunde, ist das Quartier, von dem ich sprach. Und wir gehen mal rein und zack, da sind wir auch schon im Modul, wo man hier eben all seine wichtigen Dinge erledigen kann. Wir haben zum einen hier ein Bett. Das ist auch das Allerwichtigste. Da legen wir uns direkt mal rein und machen mal eine Liegeprobe. So, noch nicht mal so viel Platzangst, also das geht eigentlich recht gut. Wir steigen mal wieder auf, wir stehen mal wieder auf, denn bewegen können wir uns, während wir liegen, sowieso nicht. Und
Ja, also ich finde, hier ist erstaunlich viel Platz drin, dafür, dass das nur so ein kleiner Container ist, der unter der Mustang Beta drunter hängt. Wir gehen mal kurz in die Außenansicht. Da seht ihr, okay, der steht zwar ein bisschen gebeugt da, macht einen kleinen Buckel, aber alles in allem, ja, finde ich das schon ganz ordentlich, ne? So, wir gehen mal wieder rein. Was haben wir denn hier sonst noch? Eine Toilette, und zwar eine, von der sich Freelancer oder die Constellation Andromeda mal eine Scheibe abschneiden können. Die sieht richtig edel aus, ja? Da würde ich mich schon freuen, und so auf Toilette zu gehen. Des Weiteren haben wir hier ein Waschbecken, was wir aktuell nicht benutzen können. Wir haben hier oben einen Use-Button, wo wir diese Fächer hier aufmachen können. Wir haben hier einen Use-Button, wo wir die Schubladen aufmachen können, also von wegen Frachtraum und so. Hier steht übrigens aktuell null Frachteinheiten bei diesem Schiff, aber ein paar Kleinigkeiten, kleine Souvenirs, die können wir doch mitnehmen hier in diesem Schiff, in den Schubladen. Das ist doch schon gut. Wir machen alles wieder zu, wir sind ja ordentlich und schauen mal weiter. Wenn wir hier auf Use drücken, dann klappt dieser Tisch zur Seite und wir haben hier hinten sogar eine Kuschelecke. Wir haben ein Sofa. Ja, wie cool ist das? Also Beine hochlegen und der Tisch klappt wieder zu. Und eigentlich wäre hier ein Fernseher perfekt, aber wo haben sie ihn hingebaut? Da. Aber Hauptsache, wir haben einen Fernseher. Dazu übrigens mal eine kleine Anmerkung und eine kleine Geschichte. Es gibt ja dieses Subscriber-Item, die Jukebox, wo man jetzt schon, wenn man selber MP3-Files auf dem Computer hat, kann man die also in einen bestimmten Ordner reinziehen und dann über diese Jukebox im Hangar seine eigene Musik, die man eben auf dem Rechner hat, abspielen. Dem gleichen Prinzip soll es später, mit dem gleichen Prinzip soll es später möglich sein, auch Videofiles in einen bestimmten Ordner zu ziehen und dann auf solchen Fernsehgeräten in Raumschiffen zu gucken. Finde ich eine super interessante Sache, wenn man sich mal vorstellt, dass man wirklich mit 4 oder 5 Freunden zusammen in seiner Constellation Phoenix auf den liegt, ja, und auf den großen Flatscreen schaut und dann, während man im Persistent Universe sich trifft und zusammen von mir aus von Jump Point A zu Jump Point B fliegt, 40 Minuten Zeit hat und dann da Serien oder Filme zusammen schaut und über TeamSpeak oder das spielinterne Kommunikationssystem miteinander redet. Finde ich irgendwie komplett lustig, die Vorstellung, und wäre echt genial, wenn das denn funktioniert. Es soll mal sowas angedacht gewesen sein und aktuell arbeitet man wohl da an der Umsetzung. Ob das funktioniert oder nicht, ist noch nicht ganz bestätigt. So, dann stehen wir mal wieder auf. Was haben wir denn hier noch so? Wir haben hier einen Use-Button, wenn wir da drauf drücken, verschwindet die Tür. Keine Ahnung wohin. Nee, habe ich schon mal ein paar Mal gemacht und es ist immer dasselbe passiert. Die Tür ist also einfach weg. Keine Ahnung, ob das vielleicht so eine Scheibe ist, die unter elektromagnetischem Einfluss oder beziehungsweise mit, wenn Strom durchfließt, dann durchsichtig wird oder so. Keine Ahnung. Ich nehme an, das ist eine Art Schrank. Durchgehen kann ich nicht. Ja. Kann man auf jeden Fall machen, ist ganz cool. Ich finde es erstaunlich, wie viel hier hinten möglich ist in diesem kleinen Container. Da kann man sich ja jetzt schon eine ganze Weile beschäftigen. So, Freunde, das ist im Prinzip dieses kleine Wohnmodul hier. Und jetzt gehen wir mal wieder auf die Treppe und gucken mal, ob wir aussteigen können, ohne dass das Glitches mit sich zieht und dass wir gleich auf dem Dach stehen. Das ist also noch mehr als buggy eigentlich, dieses Modul. Das hat jetzt noch erstaunlich gut geklappt. Ja, das ist bestimmt euer positiver Einfluss. Vielen Dank dafür, dass das hier so gut funktioniert hat. So sieht sie also aus, wenn sie gelandet ist. Die Mustang Beta. Was ist denn das da oben? Ist das eine Tür? Das ist die Schranktür, Freunde, die eben verschwunden ist. Das ist ja cool. Moment. Stabile Schranktür. Ja, auf jeden Fall, da wissen wir, wo sie hin verschwunden ist. Ja, die schwebt da natürlich über dem Raumschiff. Ich meine, wo soll die auch sonst hin? Ja, da ist ja jede Menge Platz. Da kann sie auch ruhig hingehen. Ja, also keine Ahnung, alles noch buggy. Aber wie dem auch sei. Wir wollen uns noch die Damage States anschauen. Dieser Mustang Beta. Und tschüss, Triebwerk. Was ist dann noch abgefallen? Ach, das ist das vordere Teil vom Triebwerk, alles klar. Mal gucken, ob das Tragfläche so weg kann. Ja, nicht viel. Zack.
Und jetzt können wir auch schon in das Wohnmodul reinschauen. Die Kissen bleiben noch stehen. Naja, gut, aber ihr seht schon, da gehen wieder enorm viele Teile ab. So, jetzt hat sie fast ganz zersägt. Da fliegt die Hälfte der Mustang Beta weg. Adios. Bleibt da liegen, okay. Und es ist wieder enorm viel hier, was man abschießen und zerstören kann. Ja, wie gesagt, Generator Klasse 3, Schild Klasse 2, auch das Standard. Aber Schild Klasse 2, stürzt euch lieber nicht in den Kampf mit dem Ding. Naja, die Delta hat wenigstens noch eine verstärkte Panzerung als besonderes Feature mit dabei. Das ist hier nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass die so viel einsteckt im Kampf. Ich habe sie jetzt im Kampf noch nicht erprobt, aber ist mal einfach so eine Vermutung von mir. Gut, dann geben wir ihr den Gnadenstoß. Und damit verabschiede ich mich für heute und hoffe, es hat euch gefallen und verbleibe bis zu meinem nächsten Video. Wegtreten!